Heute in der neuen Pixel-Show 230 News, Neuerscheinungen, eure Fragen und das Wochenthema Google Stadia. Und damit hallo und willkommen zur Pixel-Show 230, dem wöchentlichen PlayStation und Games-Magazin. Wir starten gleich mit den PlayStation News und heute haben wir eine ganze Reihe an News. Schauen wir mal, wie wir da uns durcharbeiten. Es geht natürlich los mit dem leidigsten Thema zurzeit, dem Artikel 13. Artikel 13. Am 26. März gab es die EU-Abstimmung dazu und was ist passiert? Er ist durchgewunken worden, trotz aller Proteste der Gegner und vor allen Dingen von euch natürlich. Jetzt ist es so, dass weiterhin die Bundesregierung dazu steht, zu dieser Regelung. Interessanterweise die SPD nicht, vor allen Dingen nicht die Bundesjustizministerin, die ist auch dagegen. Jetzt ist es auch, gab es auch interessantes Feedback innerhalb von anderen europäischen Staaten. Beispielsweise Frankreich will sofort die Upload-Filter einführen, so schnell wie es nur geht. Andere Länder sind dagegen kritisch und das Schlimme ist, einige Abgeordnete haben wohl falsch gestimmt und das ist wirklich der Abschuss. Das liegt daran, dass an so einem Abstimmungstag extrem viele Abstimmungen, extrem viele Regelungen verabschiedet werden und manche, teilweise haben die Abgeordneten keine Ahnung davon, teilweise drücken sie auf den falschen Knopf und teilweise haben sie keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und da frage ich mich halt schon, was da irgendwo falsch läuft im EU-Parlament. Wohl so einiges. Hat sich jetzt wohl so rausgestellt, dass sich da ein paar wohl mehr oder weniger falsch gestimmt haben. Hätte jetzt wahrscheinlich auch vielleicht wenig gebracht. Letzten Endes haben 348 Abgeordnete dafür gestimmt und nur 274 dagegen. 36 Enthaltungen. Und hier und da fehlen natürlich auch Leute aus krankheitsbedingten Gründen oder aus sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben wir das Ganze jetzt. So, jetzt im April ist es so, geht das Ganze noch durch die Ministerräte. Es kann durch ein Veto von einem bestimmten EU-Land, ich habe es nicht ganz kapiert, muss ich sagen, durch ein Veto kann das trotzdem noch gestoppt werden. Aber da muss sich schon irgendein Land groß dafür einsetzen, dass es das auf gar keinen Fall haben will. Dann noch was Interessantes, eigentlich die Hauptberichterstatterin, die uns immer informiert hat in Sachen EU-Parlament, nämlich Julia Reda, die steigt bei den Piraten, bei der Piratenpartei aus, interessanterweise, und das ist echt strange. Sie wird auch nicht mehr bei der neuen EU-Wahl antreten, was auch irgendwo schade ist, weil irgendwie bei ihr war man immer gut informiert, was gerade im EU-Parlament abgeht, vor allen Dingen in Sachen Artikel 13. Und sie rät sogar den Wählern, nicht die Piraten zu wählen, sondern entweder die Linken, die Grünen oder FDP und bedingt vielleicht auch die SPD zu wählen. Okay, das ist auch sehr strange, weil ja, sie hat wohl die Schnauze voll von ihrer eigenen Partei, auch weil die einen, ich sag mal, fragwürdigen Kandidaten aufgestellt hat. Ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber irgendwas passt ihr daran nicht. Und ja, sehr eigenartig. EU-Wahl, noch ein Stichwort, genau, am 26. Mai sind EU-Parlamentswahlen. Und ihr wisst ja, wie ihr euch dafür revanchieren könnt, dass der Artikel 13 kommt. Wir machen weiter mit was ein bisschen erfreulicherem, nämlich dem PlayStation Plus Aufgebot für April. Die PS Plus Spiele für April gibt es zwei neue Spiele. The Surge als erstes, Action, Science Fiction Action mit ein bisschen im Dark Souls Stil. Und das andere ist als zweites Conan Exiles, ein MMO, ja, im Conan-Universum, das eben auch gratis kommt. Ab 2. April gibt es das Ganze und vergesst nicht, bis dahin gibt es auch die März-Spiele noch, das heißt, holt euch die noch, Call of Duty Modern Warfare Remastered und The Witness, holt euch die vorher noch, sonst sind die weg. Dann ist ein angebliches Bild von einem PS5-Controller aufgetaucht und zunächst muss ich darüber lachen oder schmunzeln, weil ich zuerst gedacht habe, dieser Controller, der kommt mir sehr bekannt vor, das ist doch ein Razer-Controller, so einer wie der hier, aber ist doch nicht exakt derselbe. Dieses Bild stammt von irgendeinem Forum und
4chan-Forum nämlich. Quelle ist unbekannt, es wird nur behauptet, dass es ein PS5-Controller wäre. Ich glaube nicht dran, ich glaube eher, dass es irgendein, vielleicht ein Prototyp bzw. irgendein Modell, mit dem vielleicht gearbeitet wird an dem, für die Spieleentwicklung. Aber ich glaube, weil das sieht mir aus, es sieht mir aus wie ein billiger Controller, ganz ehrlich. Und deswegen glaube ich da nicht so recht dran. Ich glaube nicht, dass das so ein plumpes Design hat. Dann Electronic Arts, mal wieder, kommt irgendwie aus den Negativschlagzeilen nicht raus. Electronic Arts entlässt 350 Mitarbeiter weltweit. Vorrangig aus Marketing und dem Publishing-Bereich, nicht so sehr wohl aus dem Entwicklerbereich. Ja. Außerdem wird die Japan-Niederlassung in Tokio auch noch geschlossen. Ja, bisschen Sparkurs, warum auch immer, aber okay. Dann haben wir noch einige Tickermeldungen. Es gibt eine neue Systemsoftware 6.5.1 und die tut nur Folgendes. Die Systemperformance verbessern. Optimieren heißt es. Ja, das ist im Grunde nur ein Bugfix. Dann interessant, Borderlands 3 wurde angekündigt, ganz offiziell. Gibt noch keinen Termin, es gibt noch keine Angabe zu Plattformen. Erst im April wird es da News geben dafür. Außerdem angekündigt wurde No Man's Sky für PlayStation VR, was mich echt wundert. Das kommt im Sommer. Wundert mich deswegen, weil die Performance vom Spiel jetzt nicht so groß ist. Also es hat keine 60 Frames und was das muss es ja für PlayStation VR haben. Ich bin gespannt, wie die Jungs das hinbringen. Aber ich freue mich drauf, ich freue mich richtig drauf. Thema PlayStation VR. Das wurde laut Sony 4,3 Mal verkauft, genau. 4,3 Millionen Mal natürlich. Oder waren es 4,2 Millionen Mal? Auf jeden Fall eine beachtliche Zahl für ein VR-Headset. Und ich denke, weil es gibt dummerweise keine offiziellen Zahlen, ich denke, damit hat PlayStation VR relativ sicher Oculus und Vive abgehängt. Von denen gibt es ja keine offiziellen Zahlen, was eigentlich auch darauf schließen lässt, dass es bei denen nicht ganz so gut sich das Ganze verkauft. Behaupte ich einfach mal. Dann, Vorsicht, es gibt ein Minecraft-Update von Ende März, das euren Spielstand zerstören kann. Der Hersteller hat da versehentlich irgendwie die falsche Version rausgegeben und da läuft wohl einiges schief. Deshalb wird gerade daran gearbeitet, dass da das passende Update rauskommt. Dann von Dreams wird es eine Early Access Version geben. Die gibt es ab 16. April. Ich habe darüber schon mal, glaube ich, mal das kurz angesprochen, das Thema. Aber jetzt offiziell kommt auf jeden Fall am 16. April eine Early Access von Dreams, einem Spielebaukasten. Ihr könnt euer eigenes Spiel dort bauen. Auch ein cooles Konzept auch für PS4. Und zuletzt haben wir noch ein bisschen Zahlen. Der deutsche Spielemarkt ist letztes Jahr um 9% gewachsen und hat damit einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro generiert. Und das ist auch das Erstaunliche, finde ich ja daran, 4,4 Milliarden Euro ist schon eine beachtliche Zahl. Und das ist halt, wird dieses Games-Thema immer wieder mal belächelt, vor allen Dingen in der Politik. Und das ist halt schon echt, echt bitter. So, und jetzt das Komische ist oder das Interessante dabei ist, die meisten Umsätze wurden generiert durch Ingame-Käufe. Das, was wir eigentlich alle am meisten hassen, komischerweise. So, wir gehen zu den Neuerscheinungen der Woche in den PlayStation Store. Und da gab es ein paar halbwegs interessante Dinge. Als erstes Assassin's Creed 3 Remastered ist rausgekommen. Das steht bei mir jetzt kostenlos dran, als kostenlos erhältlich, weil ich habe den Season Pass von Assassin's Creed Odyssey. Und wenn ihr den habt, dann kriegt ihr Assassin's Creed 3 Remastered. Einfach so dazu. Finde ich cool. Ich weiß nicht, ob das separat so erhältlich ist, weil ich sehe es gerade nicht. Ich müsste mich jetzt dann schnell noch ausloggen. Auf jeden Fall coole Sache. Assassin's Creed 3. Kann man mal ein bisschen nachholen, das Ganze. Außerdem erschienen ist MLB The Show 19, wo ich zumindest von einem Zuseher weiß, dass er komplett drauf abfährt. Und alle anderen wahrscheinlich nicht. Es ist Baseball und ja, es ist einfach Baseball. Ein aktuelles Baseballspiel. So. Außerdem super interessant, dass es für alle Pferdeliebhaber unter euch, ihr seid ja alle insgeheim die ganz großen Pferdeliebhaber, Ostwind, Ares Ankunft ist erschienen. Eine Pferdesimulation für Mädels? Ich weiß nicht genau, ich kenne ehrlich gesagt diese Serie nicht, weil Ostwind, da gab es ja schon mal einen Teil davon, aber das klingt total lustig. Der hätte ja fast Bock, selbst das zu spielen mal. Bin mir gar nicht sicher. Egal.
Wir gehen zu den Pixel News und den News rund um diesen Kanal. Es gab zwei neue Videos, Leute. Ja, es gab zwei neue Videos auf dem Kanal und zwar ein Video zu Gran Turismo Sport. Ja, natürlich mal wieder Gran Turismo Sport. Ja, was anderes gibt es ja hier fast nicht. Das heißt, doch, eigentlich schon, aber egal. Update. Es gab ein neues Update 1.36, das überraschend schnell ein neues Update gekommen ist, weil wir hatten erst Anfang März ein Update, jetzt Ende März noch eins. Diesmal gibt es keine neue Strecke, aber fünf neue Wagen. Vor allen Dingen interessant ist, es gibt Wagen der Super Formula. Eine japanische Formelserie, die ganz schön, deren Wagen ganz schön ziehen, sagen wir es mal so. Dann gab es ein neues Video zu Dirt Rally 2.0, nämlich der mit dem neuen DLC von der Monte Carlo Rally. Die ist jetzt mit dabei im Spiel und die schaue ich mir da mal an im Video. Und was gab es noch Neues? Ich habe ein neues Spieleregal, Leute. Das habe ich noch gar nicht erzählt, Leute. Ich habe ein neues Spieleregal. Die Patreons unter euch wissen das schon, dass ich das, dass ich eins habe. Ich habe mir eins selbst gebaut. Dazu werde ich noch ein Video machen, weil ich habe jetzt endlich mal meine ganzen Spiele schön in einem Regal und ich kann da mal, ich sehe endlich, was für Spiele ich wirklich habe. Vorher war das alles geklattert, irgendwo rumgelegen. Aber jetzt sieht das cool aus, behaupte ich mal. Und ich werde da mal auf jeden Fall da so eine Mini-Room-Tour machen davon. Wir gehen zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist diesmal Google Stadia. Das wurde ja letzte Woche angekündigt. Der neue Spiele-Streaming-Dienst von Google, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Und ja, Google steigt quasi groß in den Videospielemarkt ein, allerdings eben nicht mit einer stationären Konsole, sondern eben mit einem Streaming-Dienst, der über den Chrome-Browser läuft. Die einzige Hardware, die sie vorgestellt haben, ist ein eigener Controller dafür. Und der Rest läuft per Software bzw. über Server. So, und da habe ich nach eurer Meinung gefragt, was ihr dazu so sagt. Und da habt ihr schön geschrieben letzte Woche. Dann schauen wir mal. Inea Latunia macht den Anfang. Sie schreibt: Hey Thomas, einige Mitkommentatoren haben Google Stadia nicht verstanden oder sind doch sehr abgeneigt, mal über den Tellerrand zu schauen. Ich finde Google Stadia nicht gut. Ich brauche meine Games auf realen Datenträgern. Dennoch sehe ich in Stadia eine Kurbel, die Microsoft und Sony antreibt. Denn wie jeder weiß, Konkurrenz belebt das Geschäft. Es ist nahezu in jedem Fall gut für uns Zocker. Ich denke auch nicht, dass Stadia den PC bzw. die Konsolen ablösen wird. Viele werden genauso denken wie ich. Ich denke zugleich aber auch, dass es ein großer Erfolg werden kann. Ja, das kommt vielleicht hin. Psyana, also rein technisch gesehen ist das eine gute Idee, die allerdings bei der Internetverbindung hier in Österreich und vor allem in Deutschland leider noch lange ein Traum, ein Albtraum sein wird, je nachdem wann es rauskommt. Mein Herz sagt mir allerdings bitte nicht, Games sollten nicht gestreamt werden, Games sollten lokal gezockt werden und am besten sollte man sie auch noch Retail als Disc oder Cartridge besitzen für den Fall der Fälle. Also irgendwie tut mir diese Zukunft in meinem Sammlerherz weh. Da bin ich komplett bei dir. Das habe ich mir letztens eben, weil ich es vorhin gerade angesprochen habe, auch gedacht. Mein Spieleregal, ja. Und da ist mir wieder aufgefallen, hey cool, das sind ja Spiele, die sind ja 20 Jahre alt und dachte mal, ja cool, dass ich die nochmal spielen kann. Und dann fiel mir auch wieder auf, ja, bei solchen Streaming-Diensten, ob man die in 20 Jahren spielen kann, ich weiß ja nicht. Aber da ist das Google Stadia nicht alleine, das ist ja auch PlayStation Now dasselbe. Und überhaupt Spiele, die digital überhaupt angeboten werden, sei es als Download oder als Streaming, das ist das Problem. Kriegt man die in 20 Jahren noch oder sind die einfach nicht mehr verfügbar? Muss man die sich vorher abspeichern oder wie auch immer? Und das ist eben der Vorteil eben dann doch von Discs beziehungsweise beziehungsweise Retail-Versionen beziehungsweise Modulen von mir aus. So, Eagle. Dieses Spiele-Streaming mit Multiplayer wird bestimmt ein totaler Krampf. Ich lache mich jetzt schon schlapp. Keiner besitzt mehr ein Spiel. Alles nur noch Cloud. Wie viele Serverfarmen sollen noch gebaut werden? Übrigens, cooles Amiga-Shirt. Dankeschön, das hatte ich ja beim letzten Mal angehabt. Ja. Naja, also da mache ich in Sachen Serverfarm mache ich mir bei Google wenig Sorgen, weil Google hat das größte Servernetzwerk weltweit. Deshalb haben die da auf jeden Fall die Kapazität dafür. Aber schauen wir mal. Gamers Jack schreibt, also wenn es so weitergeht, werden Spiele bald nichts mehr wert sein und es spiegelt sich ja jetzt schon wieder im Preisverfall der Spiele. Sonst war es immer bei PC-Spielen so, aber dass man heute einen AAA-Titel nach 2 bis 4 Wochen um 20 bis 30 Euro günstiger bekommt, ist erschreckend.
Und wenn dann nur noch Streaming angesagt ist, dann ist vorbei mit Gebrauchtspielen. Und das ist, denke ich, auch mal das Ziel der Spieleindustrie. Immer mehr verkaufen, aber nichts mehr für den Kunden tun. Ich weiß nicht, wo Game Pass, PS Now, Stadia etc. noch hinführen soll. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil man eben schnell auf Spiele zugreifen kann, aber auf der anderen Seite hat man diese Spiele auch ja nicht wirklich, sondern nur gemietet. Und das ist für mich ein No-Go. Entweder besitze ich ein Spiel oder eben nicht. Irgendwas dazwischen gibt es nicht. Das Problem ist aber, dass es den Großteil der Gamer nicht stört und das sind eben die jüngeren Zocker. Klar ist es günstiger, im Monat 10 Euro zu bezahlen, statt 50 oder 60 Euro für ein Spiel, aber dass die Spiele nur geliehen sind, sehen die meisten nicht. Da fällt mir übrigens auch ein Vergleich ein. Spotify. Leute, wer von euch kauft sich denn noch Musik? Ich glaube fast niemand mehr. Also ja, ich behaupte mal, wenige Leute von euch. Ihr hört auch alles über Spotify und das ist eigentlich dasselbe. Ihr hört Musik eigentlich so eher als, ich sag mal, nebenbei und dafür aber eben gratis oder eben im Abo-Modell. Je nachdem, ob ihr Spotify Premium habt oder das gratis Spotify. Und ich glaube, da ist die Spielindustrie steuert da zumindest ein Stück weit auch dorthin, dass man sagt, okay, ihr kauft das Zeug nicht mehr, sondern ihr streamt das einfach nur für einen Abo-Preis. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob das eine gute Ergänzung ist. Ich hoffe natürlich, dass das weiterhin Spiele wirklich auch verkauft werden. So, Sablo. Wir haben endlich mal wieder die Eskalation des Sablo. So nenne ich es jetzt mal. Endlich darf er wieder mal vollumfänglich in einem Kommentar sich auslassen. Und das tut er diesmal. Und es geht los. So, Sablo schreibt, Stadia, könnte sein, dass ich eskaliere. Ja, das sehe ich schon. Ich halte nichts von Streaming-Diensten, ebenso von Abo-Diensten. Und was bringt mir Streaming, wenn das Internet ausfällt, zum Beispiel Vodafone, Netzdown und viele Leute ohne Netz. Ich habe aber ein mieses Gefühl, dass es bei Stadia wie bei Netflix zu einem Fast-Food-Erlebnis kommen wird, weil das bringt... Was bringt einem Publisher was, wenn sein Spiel in einer Flatrate verramscht wird und Spiele bekommt man nur per Lizenz, die irgendwann ausläuft? Und das ist in einigen Online-Shops schon passiert, dass Spiele wegen Lizenzauslauf verschwunden waren und überall spielen will ich auch nicht. Wozu auch? Ein Red Dead Redemption 2 will ich nicht auf dem Handy zocken, dafür bin ich kein Mobile-Gamer und der Bildschirm ist zu klein. Ich will es altmodisch unter dem Fernseher eine Konsole mit Disc haben und das sehen nicht nur ich, sondern auch viele andere so. Aber ich denke, ich werde die neue Generation, wozu ich nicht mehr zähle, nicht sehen, die komplett gefangen ist im Netz. Es wird die neue Generation nicht sehen, die komplett gefangen ist im Netz. Spielen Spiele, die denen nicht gehören und sitzen nur rum, wenn das Netz nicht funktioniert. Beispiel, das Netz war down, da habe ich schön Resi 2 Remake auf Disc gespielt, was mit gestreamten Spielen nicht klappen wird. Na klar, Stadia lebt im Grunde bei diesem einfach loslegen Gedanken, doch wenn die Spiele komplett in die Cloud ausgelagert werden, Microsoft und Sony stellen ja ebenfalls entsprechende Überlegungen an, gibt es ab diesem Zeitpunkt keine Retro-Szene mehr, die sich Jahre später wohlig an die Zeiten mit einer bestimmten Konsole erinnern könnte. Das ist ein Stück Spielekultur, das dann langsam verloren gehen würde. Denn zum Beispiel, ich erinnere mich gut daran, als wie ich als kleiner Junge auf PS1 und PS2 gespielt habe, auch wenn ich beides nicht mehr habe, wenn ich in 30 Jahren mich an Google Stadia erinnern könnte, unwahrscheinlich, weil ich es erwähnt habe, irgendwann laufen die Lizenzen aus, wegen irgendeinem Grund. Digital erworbene Spiele sind nichts weiter als die Lizenz, einen Inhalt zu nutzen, solange er auf den Servern verfügbar ist. Ich möchte aber gerne Spiele haben, die mich nicht auf Gedeih und Verderb von den Online-Services der Publisher abhängig machen. Ich möchte ein Modul oder eine Disk einlegen und loszocken können. Okay, die Zeiten sind dank Day-One-Patches eigentlich schon lange vorbei, aber es geht mir ums Prinzip darum, nicht von irgendwelchen Servern abhängig zu sein, die nicht ausfallen oder abgeschaltet werden dürfen und selbst Jahrzehnte später noch ein Spiel in ein längst fallen gelassenes System eben einlegen und loszocken können. Da bin ich völlig bei dir, ja. Und PS... weil Spieleentwickler keine Experimente machen dürfen, das ist Quatsch, weil, was ist mit Sekiro? Ein Action-Adventure von From Software, die nur Souls-like-Games im Action-Rollenspielbereich machen, oder mein geliebtes Horizon Zero Dawn, was ein Open-World-Spiel ist, von Guerrilla Games, die nur Shooter Killzone gemacht haben, oder Hellblade Senua's Sacrifice von Ninja Theory, das was mit Psychosen zu tun hat. Das Problem ist eher die Spielegemeinschaft, die sich nicht auf etwas Neues einlassen möchte und stattdessen auf bestimmte Franchises sich konzentriert oder jedem Spieletrend hinterherrennt.
Bei Trends erst MMORPGs, Free-to-Play, MOBAs, Hero-Shooter, Open World und nun Battle Royale. Das Problem ist leider auch, dank der Wii und in vielen Spielen im App Store kamen sehr viele Casual-Spiele hinzu und leider spielen auf Konsolen auch sehr viele nur GTA 5, COD, FIFA und nichts anderes. Du hast ein Spiel vergessen übrigens, das erwähne ich aber nicht, welches es ist. Und es ärgert mich maßlos, wie ein Casual-Spieler mein geliebtes Detroit Become Human als gute Nachtgeschichte abstempelt. Wenn du COD, FIFA, Fortnite, GTA 5, da hast du es ja erwähnt, spielt, wird nie die anderen Spiele verstehen und wirklich guten Spiele wie Hellblade, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro und so weiter verstehen und kapieren. Puh. Mein Themenvorschlag wäre, was euch im Spielebereich so richtig nervt, wovon ihr übersättigt seid. Das, genau das hast du ja gerade geschrieben. Okay, das war der ausufernde Kommentar des Monats. Nee, der Woche, des Monats, bin ich bescheuert. Von Sablo. Bloodgod schreibt, Google Stadia interessiert mich nicht, da ich keine Lust auf irgendeinen Streamingdienst habe. Schon bei PlayStation Now mache ich stets einen Riesenbogen. Freue mich lieber auf PS5, auch wenn sich mein Hype auf den Nachfolger der PS4 noch in Grenzen hält. Zurzeit bin ich noch nach wie vor glücklich mit der PS4. Wenn Google Stadia wirklich die Zukunft des Zockens sein soll, dann bleibe ich lieber in der Vergangenheit und Gegenwart. Ja, das trifft es ganz gut, ja. Armin, also Stadia finde ich gut von der Idee und ich würde es feiern, wenn es sie unter 400 Euro geben würde, weil die Konsole einen ziemlich guten Eindruck macht. So, Tobias als nächster Kommentator schreibt das auch ähnlich. Also Leute, das Ding ist keine Konsole, beziehungsweise es ist, wie soll ich sagen, es ist keine stationäre Konsole, es ist im Grunde eine virtuelle Konsole, weil die ganze Konsole steht quasi in einem Rechenzentrum, beziehungsweise es ist keine Konsole, es ist, ihr kriegt einen Teil der Rechenkapazität in einem Serverzentrum, damit euer Spiel berechnet wird. So läuft das im Grunde ab. Und das Ganze wird es garantiert nicht zu einem Festpreis geben, ziemlich sicher, sondern das wird es zum Abo-Preis geben, ziemlich sicher auch. Der Controller, der wahrscheinlich, der vorgestellt wurde, den wird es wahrscheinlich extra geben für, was weiß ich, 50 Euro, sagen wir mal. Und ansonsten wird wahrscheinlich Google, weil sie das Geld haben, erstmal sagen, hey, der erste Monat ist auf jeden Fall gratis, probier alles aus und dann findest du es bestimmt total cool und dann zahlst du, sagen wir mal 10 Euro pro Monat, ich weiß nicht, ich sage es einfach mal so, irgendein Preis, und dann ist man davon überzeugt oder auch nicht, keine Ahnung. So, Tobias schreibt dazu, finde die Konsole nicht schlecht, gerade erwähnt, ja. Finde es gut, dass sie allgemein nur auf Streaming setzt, da ja eh bald keine CDs mehr gibt. Das Lustige ist ja, Xbox wollte das 2013 machen, da gab es ja Hate ohne Ende und jetzt bei Google nicht. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, dass da nicht der Hate oder der Shitstorm noch kommt. Ich würde sie mir mal anschauen, wenn sie nicht zu teuer ist, kaufe ich sie. Da habe ich eine Switch, Stadia und Xbox hier rumstehen. Die Hardware der Google-Konsole gefällt mir schon mal, bin ich gespannt. Und News, Cuphead kommt im April für Switch, Gerüchte zufolge auch Rare Replay. Ah, Nintendo und Xbox, haha. So. Also, und Sony nimmt Download-Codes aus dem Handel raus, aus dem Einzelhandel raus, dass sie mehr Gewinn mit dem Store machen wollen. Ja, das stimmt. Genau Leute, das habe ich vorhin bei den News vergessen. Es gibt bald keine Codes, Download-Codes mehr zum Kauf bei Amazon oder bei GameStop oder sonst was. Naja, ob das jetzt ein großer Verlust ist oder nicht. Also Guthabenkarten gibt es weiterhin, nur eben spezielle Codes für bestimmte Spiele zum Beispiel gibt es nicht mehr. So, das waren mal eure Meinungen zu Google Stadia. Ja, ich bin auch noch unschlüssig drüber. Also ich würde das erstmal abwarten, weil wie gesagt, bei Google Stadia, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, bei Google Stadia fehlen mir einige Sachen. Starttermin fehlt, der Preis fehlt nach wie vor und mir fehlen die Spiele. Es wurde fast kein Spiel gezeigt, wo ich sage, hey cool, das ist richtig geil, beziehungsweise es wurde kein Spiel gezeigt. Nur Assassin's Creed Odyssey, das läuft da schon scheinbar. Dann wurden ein paar Indie-Spiele so ein bisschen angeteasert, aber dazu brauche ich kein Stadia, ganz ehrlich. Und es ist eine eigene Plattform auch noch. Also es ist nicht PC-basiert. Mal abwarten. So. Dann sind wir schon beim nächsten Thema für nächste Woche. Und wir nehmen mal ein altes Thema, wo ich mir dachte, das können wir mal wieder nehmen. Nämlich das Thema PlayStation Plus. Was ist denn eure Meinung zu PlayStation Plus? Seid ihr zufrieden mit PlayStation Plus? Habt ihr das überhaupt benutzt oder benutzt ihr es gar nicht? Oder habt ihr es, ich sag mal, notgedrungen, weil man braucht das ja zum Online-Spielen? Spielt ihr wirklich die Spiele des Monats, die monatlich rauskommen? Findet ihr die cool? Sind die mies? Könnten es mehr sein? Sollten das andere sein? Alle diese Meinungen, wenn ihr da irgendwas dazu schreiben wollt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Hashtag PS Plus. Und dann schauen wir uns die in der nächsten Woche mal an. Bin gespannt. Natürlich gerne auch Vorschläge für Themen der Woche, die notiere ich mir dann hier nebenbei immer. Und damit geht's zur Fragerunde.
Und eure Fragen aus der letzten Ausgabe sind dran. Wenn ihr Fragen habt rund um die PlayStation oder Technik, Konsolen etc., auch unten in die Kommentare rein. Und dann schauen wir uns die auch beim nächsten Mal an. So, jetzt aber eure Fragen vom letzten Mal. Und es geht los mit den Systemfragen. Und dem Michael, der fragt, PS Plus Abo... was PS Plus Abo einfach nicht im PlayStation Store kaufen, sondern zum Beispiel bei Amazon dann den Code eingeben, dann kommt man auch an den 25% Rabatt ran. Habe ich die Woche so gemacht. Ah, weil letzte Woche hatten wir das, dieses Problem, dass Leute, die PS Plus bereits haben, nicht dieses aktuelle Angebot nutzen können, das nur für Neukunden für PS Plus gilt, diesen Rabatt. Okay, ich wusste nicht, dass das über Amazon auch geht und dass die das auch reduziert haben. Überhaupt, Leute, wenn ihr PS Plus verlängern wollt, das könnt ihr jederzeit machen, wenn das noch läuft. Das wird hinten dran gesetzt, die Zeit. Also es wird nicht gecuttet oder so. Wenn ihr irgendwo ein Angebot seht, auch egal ob Amazon oder im Laden, nehmt es mit, weil ihr wisst nicht, sobald euer Abo ausläuft, ob es da wirklich noch ein Angebot gibt dafür. So. Der Mario. Schade, dass es nicht geklappt hat mit dem IPv4 und IPv6. Ich benutze die Google-Server. Vielleicht testest du die mal. Hm? Könnt ihr mir noch vorstellen, dass in deinem Router die Firewall zu viele Ports blockiert? Ich würde mal die zum Test ausschalten und testen, ob es dann geht. Ja, Mario, danke für die Tipps. Auf jeden Fall. Ich werde den Google-Server jetzt als nächstes benutzen. Also den 888, ja. Und mal schauen, vielleicht wird das besser. Also der Cloudflare-Server, DNS-Server hat zumindest nicht funktioniert. Es könnte sein, die Firewall, aber ich habe testweise die PS4 schon mal komplett als Exposed Host rausgestellt, quasi, dass nichts blockiert wird. Hat überhaupt nichts gebracht, leider. Also ich probiere da weiter rum. Und das Problem ist nach wie vor, meine Internetleitung funktioniert ja einwandfrei. Jedes Spiel funktioniert klasse, auch online. Nur GT Sport mit diesen Lobbys ist eben dieses komische Problem. Und das ist nur dort. Und ich habe langsam das Gefühl, das ist eher ein Problem von GT Sport als von meiner Internetleitung. Naja. Taco TV. Ich habe eine Frage über PlayStation-Guthaben. Also ich lebe in einem Land, wo es keine speziellen Guthabenkarten gibt. Es gibt nur Karten für Großbritannien. Wie kann ich bei meinem derzeitigen PS4-Konto meine Adresse ändern? Oder muss ich ein neues Konto eröffnen? Entschuldigung, Leute. Da habe ich mich gleich mal verschluckt. Gamerscheck meint schon, ja, welches Land sollen das, ist denn das? Und es gibt für jedes Land, wo es PSN gibt, auch Guthabenkarten. Und so eine Frage, wenn du in ein anderes Land ziehst, brauchst du ein neues PSN-Konto, soweit ich weiß. Das ist korrekt. Man kann das Land nicht ändern von eurem PSN-Konto. Wenn ihr irgendwo in ein anderes Land zieht, müsst ihr euch ein neues PSN-Konto machen. Oh, der hat mehrere Konten, gibt es ja auch, dass ihr sagt, hey, ich habe noch nebenbei ein US-Konto am Laufen oder so. Geht natürlich auch. Aber Guthabenkarten gehen nur in dem Land, in dem sie gekauft werden, für das PSN-Konto vom selben Land. Jetzt ist die Frage, welches Land ist denn das? Also ich meine, letztlich, wenn das... Es kann sein, dass es mit an Großbritannien mit dranhängt, aber ich weiß natürlich nicht, welches Land das ist. Das ist die Frage. Hardware-Fragen. Und der Hassan, du hast ja auch die PlayStation Classic gekauft. Wie findest du es? Ja, die steht sogar hier hinten. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nur kurz ausprobiert, um zu sehen, ob sie funktioniert. Ich habe sie bisher noch nicht groß getestet. Ich wollte das noch machen. Ich wollte das auch in Videoform machen. Ich habe es aber bisher noch nicht gemacht. Ich wollte das Teil auch, Achtung, ich wollte sie auch noch modden. Aber nicht Sony sagen. Weil dann kann man ja auch ein paar Sachen besser machen auf dem Teil. Ich habe mir die relativ schnell gekauft, weil die gab es im Angebot für 40 Euro. Und da dachte ich mir, hey, für 40 Euro ist nicht viel kaputt. Ich weiß, dass das Teil eher mäßig ist und die Spielauswahl auch. Naja, aber sobald ich Zeit habe, werde ich mir das Ding mal näher anschauen und dann werde ich auch hoffentlich noch ein Video machen dazu. So, und dann haben wir noch Spielefragen. Der Max, ich freue mich übelst auf Battle Royale Modus zu Battlefield 5. Stand 24.03. Ja, der ist ja inzwischen schon rausgekommen, aber ich muss sagen, in Sachen Battlefield, ich bin komplett raus. Ich weiß nur, es gibt jetzt den Battle Royale, ja, der ist jetzt, jedes Spiel muss das inzwischen haben. Ich weiß nicht, Fan ist da cool, aber wenn Max kannst ja oder irgendjemand anders kannst ja reinschreiben, ob der gut ist oder nicht. Keine Ahnung. Oskar, wann kommt Bus-Simulator für PS4? Also diese Frage kommt ungefähr alle 2 Tage in der Kommentarsektion, also auf meinem Kanal, also auch drüben bei dem Video zum Bus-Simulator.
Ich weiß es nicht. Es heißt nur zweites Quartal, glaube ich. Also Sommer 2019. Es gibt keinen Termin. Ich werde vielleicht mal nachfragen beim Hersteller, wann das wirklich, ob es nicht doch mal einen Termin gibt. Ich weiß, die Frage kommt ständig und ihr wartet schon drauf. Ich warte auch drauf. Dark Player, warum gibt es nur zwei Spiele, wo Modden erlaubt ist auf der PS4, Skyrim und Fallout 4? Gamerscheck meint schon, ja, Farming Simulator auch noch, genau. Und das Problem ist, dass Konsolen geschlossene Systeme sind und nicht wie ein PC eben offen sind. Sprich, du hast keine Ordnerstruktur in den Spielen wie auf PC, wo du sämtliche Dateien austauschen und oder bearbeiten kannst. Ja, das zum einen, und zum anderen ist es so, vor allen Dingen Sony oder Microsoft mit ihren Konsolen, die wollen, dass das ein geschlossenes System bleibt, dass von außen nichts, kein Code, wie soll ich sagen, kein Code ran kann, also keine unautorisierte Software auf das Teil drauf kann, weil zum einen ist das die Problematik vielleicht Raubkopien und die andere Thematik, dass das Ding gehackt wird. Und das wollen die auf gar keinen Fall. Das soll ja, also die PlayStation genauso wie die Xbox, die sollen ein geschlossenes System sein, das auch sicher ist, mit einem geschlossenen Netzwerk dran, und wo eben auch möglichst keine Hacker reinkommen, beziehungsweise ja, Cracker, beziehungsweise Leute, oder Raubkopierer, sagen wir es mal so. Und deswegen ist diese Mod-Geschichte sehr, sehr, sehr eingeschränkt auf Konsolen. Leider. Auf der Xbox noch, ist noch ein bisschen offener. Ich glaube, auf der Xbox gibt es noch ein bisschen, eine Handvoll Spiele mehr, die Mods ermöglichen. Aber auf PS4 ist es sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Ja, absolut. Und dann sind wir schon bei den allgemeinen Kommentaren. Und da haben wir zwei Kommentatoren und dann schauen wir mal. Ragnarök schreibt als erstes: Hypixel, du wirkst total naiv gegenüber Politik. Wenn man sich damit etwas auseinandersetzt, man kotzt nur noch. Besonders Deutschland, wo nicht mal ein Friedensvertrag hat und gelenkt und regiert von USA wird. Also, zunächst mal, ich halte mich in Sachen Politik bewusst raus. Ich will keine politische Meinung vertreten, auch wenn das schwierig ist beim Artikel 13, weil Pixel Connect ist kein politischer Kanal. Ich will da nichts, ich will da nichts sagen. Ich will auch euch da keine Richtung vorgeben. Das sollt ihr entscheiden, was ihr wählt oder wofür ihr steht. Dass Deutschland von USA gelenkt wird, halte ich jetzt mal für überzogen. Das Argument hat vielleicht noch gezogen in den 80er Jahren, aber nicht. Aber jetzt würde ich es nicht mehr unterschreiben. Aber klar, da können wir drüber streiten ohne Ende. Ich weiß, ich will auch gar keine, ich will, Leute, ich will auch gar keine politische Diskussion hier anfangen, weil wie gesagt, das ist hier kein politischer Kanal, und ich möchte das eigentlich raushaben. Das Ganze ist hier ein Games-Kanal und das soll es auch bleiben. So, dann Inea Latunia, nochmal ein Kommentar. Sie schreibt: Hallo Thomas, ich mag dich und deinen Kanal und die Community sehr. Bei dir finde ich sehr gut, wie du mit konstruktiver Kritik als auch anderen Meinungen umgehst. Ich bin zum Beispiel nicht Mainstream-denkend und halt auch politisch, wie auch generell konservativ. Dennoch suche ich den Kontakt zu Andersdenkenden. Am Ende bereichern viele Meinungen, ja. In unserer Community kommt es sehr häufig zu sehr heiklen Diskussionen, mal mehr oder weniger konstruktiv, aber dennoch immer mit gewissem Respekt. Shoutout geht raus an den doch sehr geschätzten Kommentator namens Michi Ramex. Ich vertrete seine Meinung auch teilweise, dennoch nicht komplett, aber das muss ich ja nicht. Wie unser Gamerscheck, Sable und Co. Jeder hat seine Meinung und kann diese zum Glück, ohne schlimm diffamiert und beleidigt zu werden, publizieren. Ja? Eine sehr friedliche Community im Gegensatz zu anderen. Ja? Jetzt wünsche ich euch und dir, Thomas, viel Spaß. Vergesst nicht, am Ende sind wir alle Gamer. Das ist mal schön formuliert. Das kann ich direkt so unterschreiben. Absolut richtig. Ja. Ich freue mich, ehrlich gesagt, ich freue mich auch über kritische Kommentare und auch von mir aus auch kritische Kommentare gegenüber der PlayStation. Haben wir auch oft. Und wenn jemand seine Meinung vertritt und das verargumentieren kann, dann ist das alles okay, klar. Was wir nicht brauchen, ist irgendein Hate oder irgendein Gebäsche. Das bringt ja nichts. Aber wenn jemand sagt, hey, die Xbox ist besser als die PS4, okay, das ist die Meinung. Absolut. Kann man vertreten, wenn man will. Oder umgekehrt. Oder solange man einen Grund hat dafür, ist das alles easy. Und ich finde es auch gut, Leute, dass ihr auch andere Meinungen ak akzeptiert. Darum geht das einmal das Wichtige, dass wir hier viele Meinungen haben, dass wir darüber reden können und dass ihr sagt, okay, ja, der hat einfach eine andere Meinung als ich. Ist einfach so. Und darüber kann man diskutieren. Solange es halbwegs sachlich und konstruktiv bleibt. Das ist schön, meine lieben Leute. Und das war's auch von der heutigen Pixel-Show.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr bis zuletzt dran geblieben seid. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Und ein herzliches Dankeschön natürlich auch an meine Patreon-Spender, den Gamerscheck, Kilian, Mike, Jan, Buster, Pete und Gianluca. Das Ganze könnt ihr natürlich auch gerne supporten. Findet ihr alles unter in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir noch eins zu wünschen. Viel Spaß in der kommenden Woche und viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis dahin.